Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Runaway 2. Ich werde nicht jedes Mal den Titel aussprechen, ich komme da nämlich durcheinander. Mir ist natürlich passiert, mein Spiel ist wieder abgekackt. Ich musste jetzt die ersten paar, also die ersten 5 Minuten quasi nochmal nachspielen und habe noch was entdeckt. Passt mal auf, wartet. Wo war das hier? Ich habe noch eine Glasscherbe gefunden. Mitgenommen. Und ich habe die Luke geöffnet. Das ist die Luke, die ich vom Cockpit aus geöffnet habe. Lass uns einen Blick hineinwerfen. Mal sehen, was wir finden. Mist. Sie ist von allein zugegangen. Eine Sekunde später und mein Kopf wäre abgewesen. Also müssen wir das nochmal auf... Das wäre doch ideal. Wir probieren es einfach. Warte mal, wir gehen nochmal hier hinter. Ich müsste eigentlich alles soweit. Ich habe den Whisky, ich habe das Fernglas, ich habe die Lupe. Wie gesagt, die Glasscheibe habe ich noch unterwegs mitgefunden. Die lag da rum. Und das hier habe ich auch damit gefunden. Damit lässt sich die Luke am Bug des Wassers... Ja, jetzt tu das nochmal ziehen. Mal sehen, ob der Hebel diesmal mehr aushält, ohne sich zu lösen. Nee, wird er nicht. Pass mal auf. Wir nehmen mal die und tun gute die mal. Idee. Mal sehen, ob sie darauf passt. Wir probieren es einfach. Perfekt. Solange der Hebel blockiert ist, kann die Luke nicht mehr zuschnappen. So, also gucken wir jetzt mal da rein, was da drin ist. Ich muss mir merken, wenn ich zwischendurch ausmache... Hoppla, da kommt was von oben runter. Die gehört Otto. Wo zum Henker kommt die her? Es sieht ziemlich alt aus und hat nicht gerade Taschenformat. In Ordnung. Mal sehen, ob ich erkennen kann, was da oben ist. Es sieht wie eine Tasche aus. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte Ottos Tasche sein. Das würde erklären, woher die Fluglizenz kam. Gut. Ich hoffe nur, Otto fällt mir nicht plötzlich auch noch auf den Kopf. Na, das war lustig. So. So, jetzt gehen wir mal gucken. Ja. Ein Wasserkanister kann nie schaden. Er ist ein bisschen schwer. Aber wenn ich Durst bekomme, werde ich froh sein, ihn dabei zu haben. Außerdem wird er mich fit halten, falls ich plötzlich davonlaufen muss. Vor allem, wenn ich ihn wegwerfe. Und dieses Werkzeug hier ist auch interessant. Es könnte als Waffe gegen wilde Tiere dienen. Im Moment sehe ich nichts weiter, das mir nützlich sein könnte. Und nein, mir ist egal, ob ich es später noch brauchen könnte. Ich bin doch keine Beutelratte oder gar Spieleredakteur. Das ist geil. So, ihr Lieben, jetzt muss ich aber nochmal hier hintergehen. Hier war ich noch nicht im Treibsand-Döns. Das ist so nervig. Ich verstehe es immer nicht, warum alte Spiele nicht mehr funktionieren. Wie süß. Ein kleiner Affe. Ich glaube, es ist ein Lemure. Aber so genau kenne ich mich mit den Arten nicht aus. Da oben wird es heller und die Bäume lichten sich. Ich glaube, ich habe den Rand des Dschungels erreicht. Das Dumme ist das da. Was ich befürchtet habe. Treibsand. Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein. So. Mal sehen. Das haben wir vorhin gerade gesehen? Ottos Brille. Wie ist die denn bloß hierher gekommen?
Ich glaube nicht, dass... Nein. Ich glaube einfach nicht, dass Otto auf dem Grund dieses Matschlochs geendet ist. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Ich fürchte, so komme ich nicht heran. Ich werde einen Ast nehmen, um sie zu erreichen. Oh, er macht mal was von alleine? Der hier wird lang. Zum Glück ist sie kaum mit Matsch bekleckert. So. Wenn ich den Vorsprung dort erreichen würde, käme ich bestimmt aus dem Dschungel heraus. Huh, was für ein Abgrund. Von hier muss ein Sturz fatal sein. Den Vorsprung zu erklimmen wäre bestimmt viel zu gefährlich. Wenn ich nach links falle, ende ich im Treibsand. Wenn ich nach rechts falle, ende ich im Abgrund. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, da oben hinzugelangen. Na toll. Der Lemure war genau dort, als ich ankam. Dann such den Bereich mal. Ich sehe nichts Merkwürdiges. Das ist ja mal ein riesiger Felsbrocken. Wir müssen uns das nochmal anhören. Das ist keine von der Und los. Wie gesagt, wenn das Spiel abkackt. Ich werde dann, Felsen wenn ich nochmal ausmache, speichern. Ich komme nicht hinauf. Aber der muss erstmal um ihn sicher alles angucken. So! Ich habe auch mal mir soweit alles angeguckt, nochmal genauer. Eine typische Pilotenbrille. Die hat ihm locker 60 Jahre ins Gesicht gehangen. So wie das hier, da hat irgendein Tank drin. Und mit der Tragfläche an sich können wir ja nichts machen, ne? Das Licht fällt durch die Blätter der Bäume. So. Wir müssen in die Tasche dort oben. Hochklettern können wir nicht. Mit bloßem Auge kann ich es nicht erkennen, aber vielleicht mit dem Fernglas. Ja, ja, das hast du schon. Klar, wenn wir schon dabei sind, könnte ich mich ja auch an Lianen von Baum zu Baum schwingen. Ja, ja, bitte. Aber zuerst übe ich den Schrei. Okay, er war nicht so begeistert. Wozu? Ich kann aus dieser Entfernung noch sehr gut sehen. Echt? Trink mal einen Schluck. Die ist fast voll. Dann trink mal, hier. Damit würde ich gar nichts erreichen. Entschuldigung. Damit würde ich gar nichts erreichen. Oh, du Langweiler. Ja, ich verstehe. Also dann. Was verstehst du? Das war einfach nur so probiert. Geschafft. Der ist mir doch vortrefflich gelungen. Jetzt hat er die perfekte Form und Größe. Für was? Warte. Ja, dieses Gummi könnte genau das sein, was ich brauche. Fertig. Ich habe es so lang wie möglich gelassen. Und wenn ich das dann jetzt... versuchen wir es mal. Geschafft. Das nenne ich eine hervorragende Schleuder. Ja, mal sehen, wie gut ich schießen kann. Ob ich in der Lage bin, die Tasche runterzuholen? Dieser Stein sollte es tun. Bingo! Ja, zweifellos. Das ist Ottos Tasche. Also mal rein. Dann wollen wir mal einen Blick riskieren. Den Schlüssel kann ich bestimmt gebrauchen. Ich wette, ich weiß, wo er passt. Blöderweise ist er in zwei Teile zerbrochen.
Vielleicht ist er ja beim Sturz aus der Baumkrone kaputt gegangen. Sind dafür jetzt die Lupe und der Lichtstrahl? Ha, super Idee. Durch die Lupe wird der Sonnenstrahl zu einem sehr starken Licht gebündelt. Aber um sie zu gebrauchen, müsste ich die Lupe irgendwo fixieren. Und ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Gute Idee. So kann ich die Lupe da fixieren, wo ich sie haben möchte. Hoffentlich passt die Lupe in die Halterung. Jetzt heißt es Daumen drücken. Fertig. Ich habe es so lang wie möglich gelassen. Ja, der Lupengriff ist jetzt viel länger. Damit kann ich sie bestimmt irgendwo fixieren. Ja, renn doch bis ans andere Ende vom Dschungel. Ich glaube, das ist die beste Stelle. Perfekt. Wenn der Sonnenstrahl auf die Lupe trifft, wird er gebündelt. Dann heißt es Brennpunkt Dschungel. Beine hoch, der Witz kommt flach. Ja, genau. Der Sonnenstrahl erzeugt genug Wärme. Vielleicht kann ich den Schlüssel reparieren. Ich versuche es mal. Es hat funktioniert. Ich glaube, die Teile sind schon fest verbunden. Gut, dann gehen wir hier wieder rein. Weil das wird der Schlüssel von dem Fach sein. Gehe ich mal felsenfest davon aus. Na dann los. Hoffentlich hält die Schweißnaht. Verdammt. Die Schweißnaht steht über. Er passt nicht in das Schloss. Können wir damit abkratzen? Ja, vielleicht kann ich damit die Reste der Schweißnaht wegkratzen. Ich sollte vorsichtig damit umgehen. Der Schlüssel darf nicht noch einmal zerbrechen. Fertig. Ich glaube, jetzt lässt er sich verwenden. Gut, dann probieren wir das mal. Ha, jetzt sollte es problemlos funktionieren. Ja. Endlich. Es war eine Menge Arbeit, aber jetzt ist es offen. Einige Decken, ein Verbandskasten und das hier scheinen Tatsache. Das sind Schneeschuhe. Die Decken interessieren mich nicht. Man kann nicht gerade behaupten, dass es hier kalt sei. Der Verbandskasten nützt mir jetzt auch nichts. Etwas sagt mir, dass die Schneeschuhe mir gute Dienste erweisen werden. Sie müssen noch aus Kaisers Zeiten stammen, aber immerhin sind sie in sehr gutem Zustand. Besonders im Vergleich zu Otto. So, dann suchst du das Einige mal, oder? Decken und ein... Da muss doch mehr sein. Die Decken interessieren mich nicht. Der Verbandskasten nützt mir jetzt auch nichts. Mehr ist da nicht drin? Wie langweilig. In Ordnung. Sehe ich eben noch mal nach. Nee, vielleicht ist da noch was drin, weil da so kommen wir nicht weiter. Nichts Brauchbares mehr drin zu sein. Die sind zwar vorsintflutlich. Na gut. Das heißt. Ob wir mit denen über den Treibsand rüberkommen? Lemur. Hey, da ist ja der niedliche Lemure. Ich werde nicht viel erreichen, wenn ich mich nur mit Wurfübungen beschäftige. Hallo, du sollst... Ich werde nicht viel erreichen, wenn ich mich nur mit Wurfübungen beschäftige. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, Junge!
Mach mich fertig. Das hat keinen Sinn. Schade. Aber kann das hier drauf? Das hat wenig Sinn. Okay, Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich muss ganz sachte auftreten. Dieses Abenteuer würde ich ungern im Matsch beenden. Deswegen sollst du ja die Schuhe anziehen? Ich werde nicht viel erreichen, wenn ich mich nur mit Wurfübungen beschäftige. Ich möchte ihn hauen. Ich möchte ihn manchmal hauen. Zieh sie an. Haben wir doch hier hinten was vergessen. Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Na? Hier hinten hat er einen Stöpsel. Dahinter scheint sich ein kleiner Tank zu befinden. Ist der niedlich. Kein Wunder, dass sie so beliebt sind. Niedlich. Ah. In Ordnung. Ich vermute sogar, dass der Behälter dafür gedacht ist. Fertig. Hey, da ist ja der niedliche Lemure. Nein, im Moment sehe ich keinen Grund dafür. Damit würde ich gar nichts erreichen. Nein. Ich kann dich nicht leiden, Brian. Hier, füll das noch ein. Es ist schon aufgefüllt. Und es ist nichts daneben gegangen. Der Behälter ist mit Wasser gefüllt. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war. Das hat wenig Sinn. Oh. Bei dem hat nie was Sinn. Irgendwo müssen wir dann noch was vergessen haben. Ich weiß es gerade nicht. Drin haben wir alles abgesucht. 50.000 Mal. In Ordnung. Mal sehen. Dann nimm doch gleich alles mit. Ja, die Dose dort könnte genau das sein, was ich brauche. Anti-Rutsch-Spray. Und noch dazu fast voll. Im Moment sehe ich... Das Anti-Rutsch-Spray. Alter, der Typ, das hätte der schon längst mitnehmen können. Hey. Der macht mich alle. Wir sprühen das jetzt hier drauf. Gute Idee. Vielleicht rutsche ich da nicht mehr ständig ab. Fertig. Ich glaube, das ist genug. So, na dann. Hopp. Nochmal. Vielleicht klappt es ja diesmal. Gut, fein. Oh. Verdammter Flohzirkus. Scheint so, als sei dieser Lemure ein ziemlicher Witzbold. Wir müssen ihn ablenken. Jetzt der Hund. Hey, das ist eine interessante Idee. Vielleicht beschäftigt sich der Lemure mit dem Hündchen und lässt mich dann in Ruhe. Dieser Platz ist gut. Der Felsen verdeckt mich. Und da der Lemure seinerseits in den Bäumen lauert, wird er nicht sehen, dass ich das Hündchen hier lasse. Ich möchte nicht, dass er Verdacht schöpft und aus Angst nicht aus seinem Versteck kommt. Fertig. Ich verstecke mich hier hinten. Ah!
Das hat nicht funktioniert. Der blöde Affe hat vielleicht Nerven. Es wird nicht leicht, den loszuwerden. Gut, ich habe eine Idee, aber das machen wir das nächste Mal. Ich tue jetzt erstmal sichern. Ja, das ist egal. Hauptsache, ich habe gesichert. Baden? Genau. Gut. Ich wünsche euch an der Stelle noch einen wunderschönen restlichen Tag und in der nächsten Folge werden wir hoffentlich den Lemur los. Ich habe nämlich da eine Idee. Mit dem Hühnchen. Wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge von Runaway 2. Ciao.